Löw nominiert Waldschmidt. Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kader für die anstehenden Fußball-Länderspiele nominiert. Luca Waldschmidt gehört erstmals dem DFB-Aufgebot an. Das Team trifft im September in der Qualifikation zur Europameisterschaft auf die Niederlande und Nordirland. Waldschmidt hatte die deutsche U21 bei der EM in Italien und San Marino als Torschützenkönig ins Finale geführt. Für den SC Freiburg hatte er in der vergangenen Saison 9 Tore erzielt und 3 weitere vorbereitet. Löw musste in der Offensive handeln, da der zuvor in der Startelf gesetzte Leroy Sané wegen einer schweren Knieverletzung lange ausfällt. Im 22-köpfigen Aufgebot fehlen außerdem verletzungsbedingt Julian Draxler, Thilo Kehrer und Antonio Rüdiger. Neuer Widerspruch im Fall Jatta. Ibo Diarra, der ehemalige Trainer von Bakary Dafey, bestreitet nun doch, seinen Ex-Spieler als HSV-Profi Bakary Jatta wiedererkannt zu haben. Die Sportbild hatte vor gut 3 Wochen den Verdacht öffentlich gemacht, dass der damalige Flüchtling und heutige HSV-Profi im Sommer 2015 bei seiner Einreise nach Deutschland seinen Namen und sein Alter falsch angegeben habe. Aus dem heute 23 Jahre alten Bakary Dafey sei der erst 21 Jahre alte Bakary Jatta geworden. Die Sportbild führte als Zeugen unter anderem Ibo Diarra an. Dieser bestätigte nach Ansicht ihm vorgelegter Fotos von Jatta, dass es sich bei ihm um Dafey handle, den er im Senegal trainierte. Davon hat sich Diarra nun in einer Videobotschaft distanziert, die das Hamburger Abendblatt veröffentlichte. Ich habe Bakary Jatta nie kennengelernt, behauptet er nun. DFB-Ethikkommission verzichtet auf Verfahren im Fall Tönjes. Die Ethikkommission des DFBs hat nach ihrer Sitzung am 15. August beschlossen, auf ein Verfahren gegen den Schalker Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönjes wegen dessen rassistischer Äußerungen zu verzichten. Das teilte das Gremium am Donnerstag mit. Tönjes habe überzeugend vermitteln können, dass er kein Rassist sei. Fleischfabrikant Tönjes ist seit 1994 Mitglied des Schalker Aufsichtsrates und seit 2001 dessen Vorsitzender. Aufgrund seiner rassistischen Äußerungen lässt er sein Amt aktuell vorübergehend ruhen.